So, Kinders, ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu My Sims. Im letzten Part haben wir ganz viele Sachen abgegeben und haben fast ein halbes Level gemacht. Und heute werden wir den nächsten Zimmer einziehen lassen, das ist nämlich Meister Watanabe. Den werden wir in den Wald einziehen lassen und da werden wir die Teile zusammensuchen. Wir werden uns auch angucken, welcher der nächste Sim sein wird. Weil wir werden ja mit den nächsten Aufgaben, die wir abgeben werden, sehr viel Häuser fertig haben. Ne? Sprich, bis Nicole und Victor und da war noch wie hieß oh, helfe auf die Sprünge, Elvira, dankeschön. Ja, haben wir drei Sims wieder weg, brauchen wir natürlich neue Sims, ne? Wir müssen neue Aufgaben machen und allem drum und dran, dauert natürlich alles. So, Schweißgerät haben wir noch nicht, deswegen kommen wir da noch nicht rein. Ich würde sagen, Meister Aaron kriegt den längsten Weg hierhin. Warum das Ganze? Ganz simpel. Er braucht natürlich einen geheimen Ort, wo er Kampfkünste trainieren kann. Und an so einem See ist, glaube ich, der beste Ort dafür. Und wir lassen Watanabe einziehen. Meister Aaron natürlich. Wie komme ich auf Watanabe? So, wir haben an so einem Dojo haben wir leider nicht viele neue Teile, die wir einsetzen können. Was wir machen können, ist aber eigentlich, und das will ich auch gerne machen. So, wir bauen halt so ein richtiges Dojo. So. Ist die Tür, meistens die Tür vorne, ne? Aber wir tun sie diesmal an der Seite dran. Weil das soll halt das Coole daran sein. So, Fenster, die nichts bringen wirklich. Ist auch nicht so schlimm. An so einem Dojo sind immer viele Fenster. Das sollte man vielleicht mal erwähnen. Wart ihr schon mal in so einem Dojo drin? Ich hoffe ja. Dann seht ihr, wenn ihr in den Seiten guckt, ist meistens alles voller Fenster. Deswegen machen wir hier gar nicht wenig Fenster hin. So. Und dann brauchen wir noch die Boxhandschuhe, die man sieht, wenn man draußen hängt. Warum auch immer. Es ist Kampfkunst halt, ne? So, machen natürlich hier ein Licht dann auch nebenbei, weil das ist strebsam, okay. Willst du da dran gehen? Dankeschön. Alles strebsam. Okay, Watanabe scheint wohl so ein strebsamer Typ zu sein, wie es aussieht. Kann man das machen? Ich will es mal probieren. So, wir machen folgendes. Wir machen hier. Hier. Dankeschön, dass du es nicht gemacht hast. Hier und hier eine Säule hin. Na, natürlich so realistisch wie möglich sein. Hier hat diese eine Säule hingeplatzt. Gespammt. Hier geht's nicht. Warum geht's da nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt geht's auf einmal. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. Ich glaube, den einen oder anderen wird schon auffallen. Natürlich, zwei die Säule übereinander. Sieht auch gut aus. Nein. Nein, nein. Lass mir so sein. Das geht nicht kleiner? Das geht nicht kleiner? Das ist ein Witz. Das sieht trotzdem cool aus. Das ist viel zu groß dafür. Das Dach. Wir lassen es trotzdem so. So. Die geheime Kampfkunst muss erlernt werden. Hier machen wir zwei Laternen hin, weil ja hier der Weg an Dix vorbeigeht. So, das sieht äußerst crazy aus. Sieht aus wie Kakeshis Castle, Leute. So ein bisschen. Die Dächer sind ein bisschen seltsam. So, und eigentlich wirst du auch nicht oft... Also, Meister Aaron wird oft nicht hier lang gehen. Hier gehen eigentlich die Sims lang. Aber, wenn man hier hinkommt... Guck, das ist mein Gedanke gewesen. Man kommt hier hin und sieht so da die Tür. Ja, ich bin gar nicht mal so dumm, wie es aussieht. Ja, warum ist der Stern eigentlich daneben? Ich weiß es nicht. Wo kommt Watanabe her? Iso Florizza. Ibuni Florizza? Na, was hast du für mich? Das Geheimnis von Symphonie liegt darin, den Namen deines Angriffsschlags aus vollen Halse herauszuschreien, bevor du ihn anwendest. Der wirft jeden Gegner aus der Bahn. Außerdem ist es toll, sich an all die lustigen Namen auszudenken. Ja, genau das ist es. Kampfkunst ist Spaß. Ich hab eine Musiknote am Arsch.
So. Um ein Sumpfmeister zu werden, musst du die 4 Prüfungen bestehen. Als erstes die Prüfung der Stärke. Wird mit einem Elefanten und einem Tiger natürlich erklärt. Ja, so. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir, ob wir einen neuen Tony haben, einen neuen Sim haben. Der wird aber auf die Liste der Erwartungen erstmal gesetzt. Das heißt, der muss erstmal warten. Da haben wir hohe Erwartungen, dass der irgendwann drankommt, aber nicht jetzt. Aber sollte man die Stadt auf jeden Fall schon ein bisschen... Ich finde, das peppt das Projekt so ein bisschen auf. Nicht immer eine Aufgabe straight nach Linie laufen. Nein, wir machen hier so ein bisschen kreuz und quer. Ja, das macht mehr Spaß. So, Natalia kommt aus dem... Das ist manchmal echt gruselig, wo die Sims auf einmal herkommen, ne? Ich verstehe das nicht. Ach, das war das Holzpferd. So, ich weiß es nicht. Wir riskieren es mal nicht. Wir gehen mal wieder. Hier kommt Zeit sparen. Bis Sonnenuntergang. Und dann bis Sonnenaufgang wieder. Wir werden gleich auch noch viel angeln und viel graben müssen. Sind wir in die Wüste. Geht dafür einmal in die Stadt rein. Wahrscheinlich geht sie da lang und dann geht sie immer da über das Feld. Das kenne ich gut. Das mache ich auch andauernd. Gut, dann gucken wir mal, wer in Zukunft drankommt. Wenn es Gabi ist, dann hat Gabi Pech gehabt. Aber wobei, bis Gabi drin ist, haben wir doch, glaube ich, den 4. Stern doch schon, ne? Hi, Gabi. Hallo, Liebes. Nenn mich einfach Gabi. Findest du meine Frisur nicht auch klasse? Wenn du willst, verpasse ich dir auch mal eine schicke neue Frisur. Ja. Dein Friseursalon. Schätzchen, wenn du einen Salon baust, brauchst du dein Leben lang nicht mehr den Friseur zu wechseln. Ja, das ist so äußerst versprechend. Buddy eigentlich? Buddys Bekanntschaft, naja. Budgie eher gesagt. Wir haben ja auch irgendwie nie Missionen für ihn. Das ist das Interessante. Er hält nur all die Sims hier auf. So, also, Gabi wird später hinzugefügt. Gucken wir nach, was wir brauchen. Aufgabenbuch. Wir haben 2 Seiten. So, durch den Umzug ist das jetzt natürlich so gekommen. Egal, fangen wir an. Pippi Herzblatt braucht lila Stifte und Sonnenblumen. Die können wir uns immer wiederholen, wenn wir in den Wald, in die Wüste gehen. Küchenchef Watanabe braucht Krabben. Die holen wir uns auch im Wald. Elvira braucht, die ganzen Sachen haben wir soweit zusammen. Natalia braucht dieses Zeug, das holen wir aus der Wüste. Ich glaube, Meister Aaron war genau dasselbe, ne? Genau, die Teile holen wir jetzt alle aus der Wüste. Roxy Clean braucht wieder die Kirschblüten. Das ist so ein Bullshit mit den Kirschblüten. Kirsch. So, Hosen brauchen wir auch noch einige. Und Victor Vector braucht Schlangen und so, ne? Genau. Okay. Nix, was man nicht lösen kann. Wird nur alles ein bisschen dauern. Wir werden wahrscheinlich heute den Part damit verbringen, halt alles zusammenzusuchen. Wir brauchen die Essenzen. Es ist nervig. Das ist halt das, was dazukommt bei Sims. Das ist so der nervige Part. Ganze Essenzen zusammensuchen. Ja, so nervig ist es eigentlich gar nicht. Hat schon seinen gewissen Spaßfaktor. Ja, aber wir sind gespannt, was wir alles bauen werden wieder. Also, wie wir es bauen werden. Da freue ich mich am meisten drauf, weil wir einfach angefangen haben, ein bisschen kreativer zu denken. So, sehen, hopp. Oh, da ist noch einer. Ich hoffe, da wächst noch ein bisschen was, bis ich gleich wieder da bin. Wir müssen ein paar Tiere ausgraben gehen. Jetzt bin ich aber überlegen, wo die Tiere waren, aber ich glaube, die waren hier unten. Wenn man hier hingeht. Hier kann man auch irgendwo, genau, hier kann man Ausschau halten. Und da ist ein Feld. Ja, hier waren die Tiere. Mama, hör mal kurz auf. Oh nein, hier ist auch noch so ein Baum. Ja, warum nicht? Dann pflanzen wir... Ich würde sagen, wir pflanzen hier mal spaßeshalber... pflanzen wir ein. Das werden wir wahrscheinlich häufig brauchen. Sehr wahrscheinlich werden wir häufig brauchen noch, die nicht. Die ganzen Dinger hier. Ich werde mal ein bisschen. Vorher haben wir doch für die eh wenig.
So. Dann haben wir hier ein Herz rein. Ich glaube, es sind nur 4 Plätze hier, ne? Ein Kreuz. Und hier düngen wir einmal den Baum machen wir weg. So, fällen. Vorher haben wir wieder dunkles Holz. Und dann pflanzen wir hier den letzten ein, nämlich Peak. Könnt ihr mal kurz einen Blick werfen auf die Stadt, wie die Stadt bisher aussieht? Die Stadt geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wird alles noch ein bisschen dauern. Wir haben gerade mal einen Bruchteil von den ganzen Sachen komplett. Ist natürlich klar, kommt alles noch, dauert alles noch ein bisschen. Ne? Das wird dann nicht so wie im alten Projekt sein, wo es nach 5 Sternen einfach Abbruch gibt. Oh, hier waren die Teile. Hobbypuppen. Oh, wir müssen später noch Peter und Heidi Puppen finden. Lass mich nicht das Pech haben. Ich hatte mal Pech. Und zwar ging es darum, das war damals zu Wii-Zeiten. Da habe ich dann so mein Bruder das Spiel durchgespielt. Wir haben Peterpuppen gebraucht. Und wir haben 45 Minuten lang keine Peterpuppen ausgegraben. Das, was rauskommt, ist ja zufällig. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Algorithmus gibt. Ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Aber was rauskommt, ist zufällig. Und wir saßen halt wirklich lange dran, halt diese blöden Peterpuppen mal zu erwischen. Und das hat Ewigkeiten gedauert. Ich fand es ziemlich scheiße eigentlich, weil das ist unverschämtes Pech eigentlich. Das hat das Spiel halt nichts mit zu tun. Das ist ja komplett random, aber ist halt wirklich hartes Pech. Wir hatten, glaube ich, in den 45 Minuten hatten wir Peterpuppen immer mal wieder. Aber wir brauchen halt 20 und so ein Kram. Und wo ist das jetzt? Da geht's nicht hin. Da geht's hin. Und ja, das ist auf jeden Fall Pech gewesen. So, Elefanten. Wir brauchen noch Tiger, bitte. Ja, wo? Da. Oh, ein paar Tiger brauchen wir auch, bitte. Hier gibt es vor allem das Interessante ist, hier gibt es einfach 2 weitere Arten von Sachen, die man ausgraben kann. Wir haben bisher nur 2 gefunden. Wir haben echt, Alter, das ist echt gruselig gerade. Das ist, der Fluch kehrt zurück. Kein Tiger für den Maser. Er ist traurig und rasiert sich sein Haar. Hat eine Glatze, dann. Und alle so buh. Denn ich zeig ja ewig nicht in der Facecam. Und alle so juhu. Ist auch besser so. Haha. Aber was anderes vor, als hier zu suchen. Wir müssen noch angeln. Dankeschön. Da haben wir wenigstens mal Tiger bekommen. Hat dann nicht so lange gedauert, zum Glück. Aber hier gibt es auch Welpen, die man ausgraben kann. Und das ist interessant, dass wir die noch gar nicht hatten. Ach, hier hinten am Arsch der Welt, okay. Ja, komm, wir gehen wieder näher dran. Mal, wie das Gerät funktioniert, ist ja eigentlich klar. Ne? Man folgt dem Kreisen. Da sind die Welpen übrigens. Und findet dann halt irgendwo halt das Teil dann und dann greift man es aus. Das ist keine schwere Kunst. Das war knapp. Der wollte gerade wieder zurückspringen. Noch mehr Welpen. Wir brauchen, glaube ich, wie viele Tiger brauchen wir? Ich glaube 12, ne? Müssen wir Aran gucken. 12. Oh.
Also Ressanta an Meister Aran, da werden wir einfach, werden wir auch wieder Trick 17 benutzen. Meister Aran hat viermal dasselbe Objekt, was wir bauen müssen. Für seine Mission. Es ist, klingt jetzt erst am äußerst, ja, scheiße. Kann man scheiße dazu sagen? Viermal dasselbe zu bauen, ist äußerst kreativ. Ne? Wir bauen viermal so eine Trainingspuppe und dann haben wir die Prüfung gemeistert. So. Deswegen werden wir die einfach viermal kopieren. Ich will mir jetzt diese Trainingspuppe, muss jetzt nicht unbedingt aussehen wie halt irgendeine Skulptur, die was Besonderes ist, sondern eine Trainingspuppe kann einfach Trainingspuppe sein. So, dann haben wir nochmal so Hopperpuppen. Was auch immer eine Hopperpuppe ist, oder Hoppipuppe ist. Wir sollten auch gleich mal gucken, kurz wie die Bäume uns so stehen. Dass wir auf jeden Fall ein bisschen da... Ja, die Bäume sind schon gewachsen. Ist überall 2-1 dran, aber hey. Hauptsache, wir haben schon mal eins. Dann gehen wir aber... Hör auf, die Dings zu machen. Ich will einfach nur schütteln. So. Dann gehen wir mal kurz zurück und gucken nach, ob die anderen Bäume auch schon wieder ein paar Blätter haben. Das wäre nämlich wichtig. Wir brauchen nämlich die ganzen Sachen unbedingt. Er fällt vor Angst schon ab. Hier war nur einer dran. Hier war nochmal drei dran. Nice. Da gehen wir wieder zurück. Wir brauchen noch ein paar Tiger. Die wollen wir unbedingt haben. Ihr habt gemerkt, die Tiger sind hier äußerst selten. Aber eigentlich sollte so hier, was das angeht, eigentlich um 25% über gleich sein. Also es sollte eigentlich alles im gleichen Abstand kommen, aber das ist wohl nicht der Fall. So. Nochmal Tiger. Das ist geil. Warum haben die eigentlich grüne Augen? Ich weiß. Haben Tiger, richtige Tiger, grüne Augen? Ich habe so einen Tiger, ich habe einen Löwen mal gesehen. Bei uns im Zoo, als ich noch jünger war. Da galt noch das Jugendticket. Es gab sowas bei uns in der Stadt wie ein Jugendticket. Da konnte man in den Sommerferien in den Zoo umsonst reingehen. Alter, ich war, glaube ich, noch nie so oft in den Zoo drin. Wir sind durch den Zoo gelaufen, da waren immer Skulpturen. So, mal kurz erwähnt, ja. Und, so, ich weiß nicht, ob wir noch mehr Tigerpech später brauchen, deswegen bleibe ich mal kurz hier. Und diese Skulpturen stand immer A, B, S, T, ne? Nee. Oder? Doch, A, B, S, T, glaube ich. So. Und wir haben das immer als eine afrikanische Kunst angesehen und haben es halt so getauft, ne? Afrikanische Künstler. Haben wir eine Strichliste gemacht, wie oft das denn zu vertreten ist, mit einem drum und dran. Bei uns im Zoo an die 60 Mal, deswegen. Aber im Endeffekt ist ABST für abstrakte Skulptur. Das ist... Ja. Oder irgendwie abstraktes Statue, glaube ich. Oder ja. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so stand das da. Und ja, das haben mein Bruder und ich natürlich nicht gewusst. Ne? Und ja, wir waren, glaube ich, in den... Also ich weiß... Oh, ich muss, glaube ich, niesen. Oh, menschliche Sache. Hui. Menschliche Scheiße. Also, menschlicher Bullshit, den man machen muss manchmal. Vielleicht denkt ja gerade jemand an mich. Na, kennt man ja das Sprichwort. Ja, und, haben wir halt gemacht und war cool. Ja, hat Spaß gemacht. Okay, so langsam ist nervig. Und die Zeit wird doch langsam knapp. Ich würde sagen, wir machen heute noch eine Bonussache. Das ist nämlich das... Oh, dankeschön. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann ich aufhören. Haben wir 20. 20 ist eine gute Zahl. Es gab eine Sache, die gab es halt im Sims V-Teil nicht. Und die gibt es hier. Und da können wir ja schon mal hingehen, dass wir schon mal ein paar davon haben. Nämlich gab es hier ein Bonusgebiet. Was wir schon sehr lange betreten können, aber ich es noch nicht gemacht habe. 32, bitte, da. Nehmen wir auch noch mit. Das Bonusgebiet gucken wir uns jetzt noch an. Und dann haben wir wieder eine schöne Aufnahmesession hinter uns gebracht. Ich würde sagen, das reicht dann erstmal wieder für ein paar Parts.
Ne? Und dann kriegt ihr in den nächsten 3 Wochen 5 Parts und dann meckere ich wieder rum von wegen, ja, kein Bock. Ich glaube, es ist eher gerade die Vorwärts, dass eh so wenig zu tun ist. So, Garten besuchen. Eigenen Garten online besuchen. Eigenen Garten alleine besuchen. Online-Funktionen sind deaktiviert, die gibt es nicht mehr. Ihr braucht nicht fragen, ob ich irgendwann mal online machen kann. Das gibt es nicht mehr. Deswegen gibt es auch diesen eigenen Garten besuchen. Denn hier gibt es Sachen wie Bananen. Wie cool die runterfallen. Das will ich doch mal sehen. Gießen. Die haben eine eigene Physik bekommen, die Bananen. Seht ihr das? Die haben eine eigene Physik bekommen. Warum? Ich weiß es nicht. So, hier ist nix. Hier oben haben wir Kätzchen. Das ist äußerst verstörend. Da sind Kätzchen an dem Baum. Okay. Daran erinnere ich mich jetzt gerade gar nicht mehr. Hier oben irgendwas. Ich glaube, hier kann man überall so ein paar Sachen bauen. Was ist das gewesen? Bücher. Lehrbuch. Um genau zu sein. Oh, ist das dumm. Es ist so dumm. Cool, aber dumm. So. Ich weiß nicht, was man genau hier noch machen konnte. Ich glaube, hier konnte man sich Häuser speichern von anderen Sim-Leuten, die halt das Spiel gespielt haben. Deswegen sind da zum Beispiel Grundstücke auch. Oder können hier Leute einziehen? Moment. Moment! Zu Hause bauen. Nein, will ich nicht. Ich will kein... Warte, ich will nicht... Man kriegt die Funktion nicht, okay. Warum auch immer. Was ist das? Ist das mein Zuhause jetzt hier? Das ist... Nein, das ist nicht ganz meine Bude. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt gerade nicht. Eventuell kann man hier aber die Prozente der ganzen Sim-Stadt ein bisschen... Ne, hier ist nichts, okay. Hochhauen, das ist nicht der Fall. Okay, das ist komisch. Ich dachte, hier kann man Sims anziehen lassen, aber das ist wohl nicht. Hier haben wir eine eigene Werkstatt. Okay, hier ist auch eine Werkstatt. Schick, schick. Mal ein bisschen umgucken. Habe ich nie gemacht, so wirklich. Ausschau halten. War gerade. Gibt es jetzt ein bisschen Bonus halt noch? Fledermäuse! Mal gespannt, was wir noch haben. Kompass? Kompass, okay. Eine interessante Art, einen Kompass zu gestalten. Eine sehr interessante Art. Und Fledermäuse. Und es wird dunkel. Okay, hören wir auf hier mal. Wir gehen noch weiter. Wir sind noch nicht durch. Hier ist eine Bühne. Interessant. Oh mein Gott, wir haben einen Garten. Raben? Raben. Raben an dem Baum. Wer kennt's nicht? Und hier haben wir Windspiele. Windrädchen. Äußerst interessant. Wer kennt nicht die Raben an dem Baum? Und hier kann man, oh, kann man auch angeln. Fledermausfisch? Thunfisch. Thunfisch. Der beste Baugegenstand für ein Objekt. Thunfisch. Gibt's doch bestimmt noch mehr. Danke. Noch mehr Thunfisch? Fledermausfisch ist gruselig. Kann ich verstehen irgendwo.
nicht unbedingt eine Fischart, die man sehr oft sieht in hohen Gewässern, wo es hell ist. Gibt es hier nur Thunfisch und Fledermausfisch? Ich glaube, ja. Wäre schön gewesen, wenn es hier noch eine dritte Fischart gibt. 3, 2... nee, ich glaube, es gibt nur die beiden. Okay. Schade drum. Nette Idee. Können wir drüber gehen? Haben wir sonst noch irgendwo was hier? Ich glaube, wir sind durch mit dem Gebiet. Na, ich glaube, wir haben noch irgendwas übersehen eventuell. Den Garten. Hier sind noch mehr Lehrbücher. Das war ein Lehrbuchbaum. Okay. Ein Lehrbuchbaum. Bananen noch mehr. Das ist unser zweiter Baum hier aus Bananen. Ich glaube, wir haben hier nicht mehr viel, ne? Zuhausebaum wollen wir... Oh, wir haben hier... Wir können hier noch graben. Gibt's was anderes? Obstkuchen. Ich bin echt gespannt, wie wir das alles brauchen werden. Teleskop. Gut. Gut, gut. Ich bin echt gespannt, wie wir das alles brauchen werden. Fast einen Baum übersehen. Würfelpuzzle. Und eine Angelstelle hätte ich auch fast übersehen. Ja, ich werde nicht mehr. Wie viel ist denn hier noch? Hier sind die Kätzchen. Ach, hier sind wir. Okay. Ich habe mich halbwegs verlaufen. Gut, haben wir... Das sieht aus wie bei mir zu Hause an der Angelstelle. Ist echt gut. Kampffisch. Und Gummiente. Das ist gut. Wahrscheinlich auch die beiden einzigen Sachen, die hier drin sind. Kampffisch und... Wenn jetzt sogar Gummiente oder Kampffisch kommt, dann wissen wir Bescheid. Ja. Okay, also gibt es hier die beiden Fischarten. Oh, dass die Angel immer ausgewerfen muss, die ganze Animation durchgelaufen werden muss, ist blöd. Gut, hier kann man nur ein paar Gebäude bauen. Ja. Das ist cool mit den Sim. Der eine Sim, der den anderen fast runterschubst. Ha, ich schmeiß dich runter. So in etwa, ne? Natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine ja nur Spaß. Ja, hier gibt es sonst nicht mehr. Wir sind anscheinend durch. Hier sind noch ein paar Rahmen. Die Rahmen sehen übrigens sehr unschön aus. Machen ein bisschen Sorgen, machen die schon. Oh Gott, hier kann man nicht runterspringen. Lass mal gucken. Eine Sache können wir ja noch ausprobieren. Möchtest du deinen Garten speichern, bevor du das Spiel verlässt? Wenn du nicht speichst, gehen alle... Ja, ich möchte speichern. Das Spiel wird gespeichert. Gehört dazu, Leute. Wir müssen mal speichern ab und zu. Ich speichere gerade sehr lange. Dankeschön. So, meine kleinen Freunde, meine Kinders. Das ist so eine Geschichte. Das wird jetzt, glaube ich, erklärt kurz. Es lädt. Soll aber gleich die Fehlermeldung kommen, von wegen, dass Garten nicht besucht werden kann. Wahrscheinlich versucht er sich gerade online anzumelden. So, es konnte keine Verbindung zu einem Backend-Server aufgebaut werden. Bitte versuche es später nochmal. Nein, das wird leider nicht klappen, Leute. Nein, möchte ich nicht. Da die Server schon so Ewigkeiten offline sind, ne? So, 2007. Ich erinnere euch, das Spiel ist von da. Ne? So, gut. Leute, war so ein bisschen die Expedition ins andere Dorf, in die andere Welt. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Im nächsten Part, da werden wir uns weitermachen, müssen noch ein paar Sachen sammeln und werden dann wieder bauen. Ja, dann wird es soweit sein. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part und Masa la Vista, Baby!